Paulina Rojinski ist jetzt blond. Powerfrau Paulina Rojinski, 36, ist für ihre unverkennbare rote Mähne bekannt. Doch von der hat sich die deutsche Schauspielerin nun verabschiedet. Auf Instagram präsentiert die 36-Jährige einen ganz neuen Look. Das TV-Gesicht, das nun auch als Hobbyastrologin durchstartet, ist nämlich jetzt blond. Wurde mit einem Preis geehrt, wie sie in der Bildunterschrift verrät. Wow, der Jupiter Award als beste Schauspielerin des Jahres für Nightlife. Von Herzen danke an alle tollen Menschen da draußen, die für mich abgestimmt haben, bedankt sich Paulina bei ihren treuen Fans und Followern, die zugleich die Kommentarspalte mit Glückwünschen fluten. Glückwünsch Schönste, gratuliere dir ganz herzlich und absolut verdient, heißt es dort. Paulina macht den Pamela Anderson-Look komplett. Mit ihrer neuen Frisur ähnelt die Moderatorin nun immer mehr ihrer Mutter, die sie in einem Throwback-Post aus ihrer Kindheit bereits ihren Fans präsentiert hat. Und auch die Ähnlichkeit zu Pamela Anderson, die Paulina im letzten Sommer in typischer Baywatch-Manier imitierte, wächst. Neben feuerroter Haare trug sie dort nämlich einen feuerroten Badeanzug. Der dürfte mit ihrer neuen blonden Mähne nun noch besser zur Geltung kommen. LKR